Hallo und willkommen zurück bei City Skylines. Mein Name ist Patrick und wir bauen heute unsere wundervolle Stadt weiter. Forscherbude heißt die Stadt, wie unser Kanal. Und unsere Stadtviertel sind nach den Helden, Actionhelden der Kindheit eines fast jeden von uns, nehme ich an, benannt. Ob die da richtig geschrieben sind, habe ich bisher immer noch nicht kontrolliert. Für mich ist es richtig geschrieben und machen wir am besten hier mal weiter. Wir haben als letztes hier das Wohngebiet angefügt, erweitert und wollen jetzt weiter Kohle scheffeln ohne Ende, damit wir unsere größere Stadtplanung auf der anderen Seite der Autobahn beginnen können. Dafür würde ich sagen, machen wir das so, dass wir genügend Wohnungen zur Verfügung haben. Die Industrie erweitert werden muss, also die Arbeitsplätze etwas hinterherhinken sozusagen. Dann haben wir ein relativ ausgeglichenes Feuer. Okay, ist wieder weg. Das ist natürlich eine gute Idee, das mal zu kontrollieren, wie hier die Ärzte, Feuerwehr, Heinis und andere hinkommen. Mit einer super geilen Querstraße. Gebogen. Nice. Okay, mit dieser scheiß sinnlosen Straße werden wir das Ganze mal erstens erweitern und zweitens hoffe ich, die Verfügbarkeit von Feuerwehr, Polizei und Bildung steigern zu können. Gucken wir doch mal. Feuerwehr sieht ganz übel aus. Gesundheitssystem passt einigermaßen. Polizei ebenfalls. So bauen wir am besten hier nochmal eine Feuerwehr in dieses Stadtgebiet. Hinten rein. Feuer ist immer so eine Sache. Sollte man vorsichtig sein, ne? Kann man sich schnell verbrennen am Feuer. So, und das Bildungsniveau können wir heute wieder etwas heben. Beziehungsweise das Geld, was wir hier für Bildung ausgeben. Und doch ein paar mehr Plätze haben als das Strom nervt etwas. Dann drehen wir mal volle Bude auf. Ist gerade irgendwie ziemlich laut, aber das kann sein, dass es nur bei mir ist. Wasser können wir etwas andrehen hier, dass wir dann den Vertrocknungstod sterben. Wie sieht es mit dem Müll aus? Prima. Ja, Gesundheitswesen ist okay. Die Menschen sind einigermaßen zufrieden. Was haben wir hier noch Schönes? Verschmutzung ist halt hier noch hier hinten, so ist es geplant erstmal. Verkehr, hier sieht es nicht so pralle aus. Könnte man nochmal eine Entlastungsstraße bauen. Wäre an sich eine gute Idee. Wir setzen einfach hier an diese große Kreuzung auch noch eine Straße ran. Aber als Einbahnstraße. Okay. Das könnte etwas helfen. Feuerwehr, Kriminalität. Exportieren wir mittlerweile? Ja, wir exportieren Waren. 44, was auch immer. Schön. Freizeitgestaltung. Was ist das eigentlich? Ach ja, das war die Höhe. Alles klar, lassen wir mal weiterlaufen. Vollen Tempo. Feuerwehr rast hier wieder durch die Stadt. Oh, und wir haben die boomende Kleinstadt geschafft. Und haben jetzt Busse zur Verfügung. Recycling, Freizeitnutzung als neue Richtlinien. Und können neue Straßen bauen. Kleeblattkreuzung, Dreibadkreuzung, großer Kreisverkehr, Autobahn, Autobahnauffahrt. Ja, wäre sinnlos, eine Autobahn und Auffahrt zu bauen.
Ein Busdepot-Friedhof und fortschrittliche Windturbinen. Nächstes Ziel sind dann 3600 Einwohner. Das ist dann schon eine geschäftige Kleinstadt. Und dort bekommen wir nichts. Straßen. Ach hier. Feuerwehrhaus, Krankenhaus, Polizeihauptquartier und Ölkraftwerke. Okay, machen wir mal weiter. Feuer. Okay, Stufe 4. Sammeln wir erstmal etwas Geld. Das macht eigentlich unser Darlehen. Können wir einfach mal abbezahlen. Und dann schauen wir uns mal die Straßenlage an. Okay, hat sich ja deutlich entspannt durch diese neue Zufahrt. Ah, so gefällt mir das. 2300 im Plus. Ist schon okay. Warum geht das Ganze jetzt nach unten? Hey. Strom wird knapp. Kohlekraftwerk. Bauen wir jetzt ein Kohlekraftwerk? Das ist so grün angefangen, aber was soll's. Bauen wir ein Kohlekraftwerk. Jeder lässt mal dann seine schmutzige Seite hinaus. Schließlich geht's nicht mit dem Grün, wie man sieht. Also es geht schon, das ist extrem teuer, aufwendig. Können wir uns jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten. Wir haben jetzt so viel Bombenstrom, dass wir eigentlich das nochmal komplett auf 75 zurückdrehen können. Das ist okay. Haha, 75 war doch etwas zu optimistisch. Können wir eigentlich gleich mal den Rest noch kontrollieren. Abfall ist okay. Schule sieht nicht so toll aus. Feuerwehr. Wir können auch einfach mal das Budget der Feuerwehr erhöhen. Ich trottel, statt halt drei Feuerwehren zu bauen. Einfach das Budget anheben. Polizei ist okay. Wie schnell die hier bauen, sagenhaft. Und da steht die Hütte. Schön, sieht doch erstmal ganz nett aus. Unser kleines Städtchen. Hübsch. So, irgendwas stimmt mit unserem Geldfluss immer noch nicht, weil der sinkt wieder. Aber Einwohner steigen. Da ist doch etwas faul. Ui, hier gewittert sogar richtig. Einnahmen, Ausgaben. Okay, welche Ausgabe steigt? Ich verstehe das nicht, warum rutschen wir jetzt ins Minus rein? Jetzt geht's wieder hoch. Also die Einnahmequellen steigen alle nachts. Und die Ausgaben haben wir abgesenkt. Müll.
ich soll ruhig nachts fahren. Tagsüber weniger. Das ist eigentlich wurscht. Ist wurscht. Weiter geht's. Ja, Müllproblem, das scheint... gerade etwas... 15 Fahrzeuge im Einsatz. Ja, die Kollegen, die machen das. Prima, hier vorne überall die Mülllaster rum. Hält mal hier den Scheiß ab, Jungs. Mit 5500 Einwohnern schalten wir aus der Müllverbrennungsanlage frei. Das ist natürlich noch einiges, was wir da vor uns haben. Jetzt haben wir 2500 etwa. Die Sonne geht wieder auf. Was haben wir denn hier? Todesfall. Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Ja, dann kann sich der Arzt kümmern, oder nicht? Ja, ebenfalls. Auf dem Spielplatz, ein Verstorbener. Gottes Willen. Es könnte sein, dass wir einen Friedhof brauchen, nehme ich an. Kommt natürlich wieder nicht überall hin. Oh Gott, ey. Huch. Ich bitte um Verzeihung, die Damen. Tja, wo setzen wir jetzt den Friedhof hin? Du mal, der macht alle glücklich. Warum zeigt er mit den Straßen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Drei Leichenwagen. Jetzt haben wir so in etwa das Gewicht erreicht, wo ich sage, ja, wir könnten über die nächste Stadtplanung nachdenken, wenn das für halbwegs alles läuft. Die Einwohnerzahl hält sich einigermaßen konstant, die Einnahmen sind nicht schlecht. Verkehrslage ist überschaubar. Tagsüber sinkt immer die... Ah, jetzt steigt die Einnahme. Okay. Okay, Vorschlag. Wir bauen jetzt hier drüben... Planen wir die Stadt etwas. Dann haben wir Zug. Zug. Zug können wir noch nicht bauen. Machen wir an der Autobahnindustrie und hier drüben Wohngebiet. Das wäre ziemlich groß dann. Hier hätten wir Öl, können wir das hier unten langziehen, das Wohngebiet. Wäre eine Maßnahme. Okay, also bauen wir erstmal hier die Autobahn um. Was kostet denn... Ich will ein Autobahnkreuz. 25.900. Okay. Aufpassen. Wir reißen... ab. Ob das so die richtige Methode ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr mir ja sagen. Ich habe es bisher immer so gemacht. Hat einigermaßen funktioniert. Gibt sicherlich bessere Lösungsmöglichkeiten für das Ganze. Ja, links müssen wir noch etwas abreißen. So sieht es doch ganz hübsch aus. So, jetzt haben wir hier, wie man sieht,
Mit kleinen Versatz. Das ist ja aber null Problemo. Ich will die Straße auch nicht verbessern. Was ist das denn? Aha. Zack. Ah, verkehrt rum gebaut. Das ist ein Knick in der Autobahn. Also nein. Sowas darf uns eigentlich nicht passieren. Als Ingenieur ist man auch immer auf präzises Bauen bedacht. Naja, gut, lässt sich nicht vermeiden, solche Fehler. Ja, wir sind ja auch noch blutige Anfänger in diesem Spiel. Können wir eigentlich weiterlaufen lassen? Soll jetzt sich nichts groß ändern. Außer, dass wir jetzt halt extrem wenig Geld zur Verfügung haben. Schon mal den Anschluss unserer neue Stadt. Was sagt denn hier eigentlich? Ja, Wind haben wir hier keinen, schade. Könnte man das hier innen schön ausnutzen, ne? Da stehen zwar schon ein paar Bäume. Tun wir hier was hinpflanzen. Steine können wir setzen. Gut, ist erstmal so nicht nötig. Was haben die Jungs denn hier für ein Problem? Steuern sind zu hoch und die Arbeiterbildung ist zu gering. Hallo? Steuern zu hoch. Das hatte ich ja noch nie. Das ist wahrscheinlich 12% der Optimum. 12. Hätten wir erstmal weniger Kohle kriegen. Ja, das Bildungsniveau lässt zu wünschen übrig. Echt mal, also Bewohner von Pfuscherbude, strengt euch etwas an. Ihr habt schließlich eine Schule zur Verfügung. Okay. Ja, nach dieser Großinvestition müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir über die Runden kommen. Die Leute ziehen sogar aus, aber er hat's gebrannt scheinbar. Verlassenes Gebäude. Weg damit. Die Smog Area. Ja, Jungs, ihr braucht keine gebildeten Arbeiter. Schließlich ist gerade Nacht, ja? Da sind sowieso einige nicht mehr unterwegs, eigentlich. Guck mal hier, hier wohnt zum Beispiel Oliver Smithson. Ein ungebildeter Erwachsener. Ist aber schön. Wir haben ungebildete Erwachsene und es wird wieder Tag. Brauchen ganz viel Industrie. Und Bildung, ja, okay. Bildung kostet aber 24.000, so eine Oberschule. So, ich habe gehört, dass ein Kreisverkehr besonders toll sein soll. Was die Verkehrsführung angeht. Nun ist ja so ein Kreisverkehr ziemlich groß, wie man sieht. Ich würde das Ganze vielleicht erstmal anders lösen, indem wir einen Autobahntunnel bauen. Ja, Tunnel. Ihr habt richtig gehört. So, da gehen wir mal eine Etage nach unten. Ach, falsche Taste. Und hier wollen wir wieder nach oben kommen. So. Okay. Hübsch. Sieht auch hübsch aus. Was man nicht alles tut für die Bahn.
So, die Jungs wollen jetzt hier nicht genügend Geld. Das war ja klar. So, in etwa brauchen wir das Ganze. Obwohl, die Abfahrt ist schon noch zu. Zu steil. So kommt das in etwa hin. Das Gefälle ist zu steil. Mein Gott, heul rum. Nicht genügend Geld, diesen Tunnel jetzt hier unterirdisch weiterzuführen. Machen wir es noch kürzer. 2000 brauchen wir hier. 2500. Das ist noch ein Stück hin. Damit wir weiter bauen können, würde ich sogar vorschlagen, wir nehmen uns erstmal ein Darlehen. 60.000 klingt gut. Und dann bauen wir erstmal die Autobahn fertig. Jetzt kostet das Ganze sogar noch 2100. Warum? Wenn wir so ein tolles Darlehen bekommen haben, oder was? Jetzt sehe ich wieder nichts hier. Okay. Hätten wir jetzt schon mal hier. Hier können wir dann so schön unser Dorf hinbauen. Und hier würde ich, wie gesagt, versuchen, ein Industriegebiet aufzuziehen. Und das Ganze zwecks der guten Anbindungen machen wir doch eine Autobahnausfahrt. Autobahnausfahrt. Wo kommen die Jungs rein? Von hier kommen die Jungs rein. Das ist so eine Ausfahrt natürlich unpraktisch. Was haben wir denn hier? Die Straße geht verkehrt rum. Den Gullideckel auf der Autobahn. Noch nie gesehen. Okay, wir bauen jetzt eine Abfahrt. Und diese Abfahrt machen wir etwas interessanter. Das hier überspannen. Nice. Wunderschön, hätte ich beinahe gesagt. Und holen wir doch einmal bis hierher. Ende Gelände. So, hier ist die Straße zu Ende. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen noch eine Auffahrt vom Industriegebiet. Und hier setzen wir hier daneben. So, jetzt ist hier die Fahrtrichtung natürlich ebenfalls verkehrt rum. Sieht erstmal ganz fachmännisch aus. Die Kurve ist etwas steil geraten, muss ich sagen. Und jo, das ist ein guter Anstieg. Hier möchte man nicht unbedingt hochfahren, vor allem bei dem Wetter. Okay, gehen wir mal weiter. Wir brauchen hier jetzt keinen Kreisverkehr, würde ich behaupten. Vorerst, um hier das ganze Gebiet versorgen wir vorerst mit einer Einbahnstraße, die dann mehrere Spuren aufweist.
So. Und der Stein sieht eigentlich cool aus. Können wir den noch verschieben irgendwie? Nee, ne? Lassen wir etwas Abstand zur Autobahn. So haben wir das lieber gesehen. So. Und das verwirrende Kameraführung, tut mir leid. So. Warum wird das Ganze denn so hochgesetzt? Okay. Jetzt können wir natürlich hier auch nichts anbauen, weil das so hochgesetzt ist. Das ist natürlich nicht so schön. Da müssen wir uns mal kurz mit diesem Tool hier beschäftigen. Gelände wechseln, Gelände anheben oder senken per Klick mit der sekundären Maustaste. Absenken primär, also heben mit rechts. Sehe ich das richtig? Scheinbar nicht. Da wird jetzt ein Loch gebaut. Also ist links. Taste unserer Wahl. Aber warum ist denn jetzt hier so eine blöde... Verstehe ich nicht. Muss ich jetzt alles wieder abreißen? Warum ist denn das so hoch hier? Ja, das Gelände ekelhaft ist, okay. Das haben wir nicht bedacht bei der Planung. Reißen wir das hier mal wieder weg. Kostet ja nichts. Aha. Und bauen das Ganze erstmal hier drüben auf. Das sieht schon etwas besser aus. Warum? Ich verstehe nicht. Warum ist das hier so hoch? Deswegen wahrscheinlich. Anhebungsschritt. Abfahrt. Okay, also wir waren scheinbar mit der Positionierungsleiste nicht auf dem Boden. Schöner Scheiß. Das heißt, alles neu. Bam. Das sieht schon besser aus. Jetzt haben wir auch hier die Quadrate da. Ach, doch geschafft. Prima. Die ganzen Spittel mal weiterlaufen. Oh, die Leute ziehen aus. Ist mir egal. Zumindest ein bisschen. An der Autobahn will natürlich keiner leben. Deswegen wird das hier das Industriegebiet 2.0. Ja.
Industriegebiet 2.0, Statham, also im Prinzip können wir wahrscheinlich hier dann irgendwann die ganzen Expendables-Filme nachspielen mit unseren Stadtvierteln. Das war ein super Witz. Okay. Wasser. Können wir auch hier oben nehmen und hier unten rauswerfen. Das ist eigentlich eine geile Idee, muss ich jetzt mal so... Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir klauen hier etwas Wasser. Strom gibt's von hier. Zip. Boah. Ach so. Die Street ist noch verkehrt. Mal kurz ein Upgrade. Da geht's rein. Das ist zweispurig. Raus geht's noch nicht. Machen wir mal die Kreuzung des Todes hin. Warum des Todes? Ganz einfach. Weil hier wahrscheinlich dann 5 Milliarden Fahrzeuge entlang kommen werden. Ja, so sieht der Bogen noch ansprechender aus. Okay. Das wird hier unser Industriegebiet. Können wir jetzt wieder zurück zum Wasser. Das Ganze soll hier hinfließen. Dahin. Dahin. Und eine Abwasserleitung brauchen wir ebenfalls. Und am besten zwei davon. Wenn wir so viel Wasser fördern können. Können wir hier nochmal kurz die Kosten für das Wasser in der Wasserförderung zurückdrehen. Die Klärung hängt etwas hinterher. Das ist interessant. Gehen hier mal auf 75% und hier ebenfalls. Gut, 76, leck mich am Arsch. Jo. Dann hätten wir erstmal... Oh schön, liegt kein Strom, aber die Straßenbeleuchtung funktioniert einwandfrei. Wie sie das machen, das würde mich mal interessieren. Geht's an unseren Einwohnern? Eigentlich super, die Einwohnerzahl sinkt. Wir haben auch keine Kohle. Wir sollten vielleicht das Industriegebiet etwas erweitern. Danach schreit man hier förmlich. Was natürlich für uns keine Würde ist. Das lässt sich einfach regeln. Hier ist schließlich eh nur die Geldquellenregion. Schauen wir uns das noch kurz an, ob das Wirkung zeigt, das Ganze. Die Jungs hier sind krank. Warum das denn? Oh. Tja, das kommt davon, wenn man sich um neue Städte kümmern möchte und die eigentliche Heimat vernachlässigt. Gucken wir doch mal, sollten wir schnell wieder behoben haben, das Problem. Bim, 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 bim. Die Sonne geht langsam wieder auf. Die Einwohner kehren vielleicht zurück in die Stadt. Oder auch nicht. Auf jeden Fall kommt das Geld wieder.
was schon mal sehr gut ist für den weiteren Bau. Einer wollen ja trotzdem keine mehr leben, ja, wir ziehen halt alle aus, denken sich die Herren. Was wollen wir denn auch hier? Krank, krank, krank. Stell dich nicht so an. Sehr krank. Wollen wir denn unser Krankenhaus? Beziehungsweise unsere Arztpraxis, ja? 85 Patienten. Gerade mal 5. Also so geht das hier nicht, Freunde. Die Herren, Herrschaften, Ärzte. Leg dich mal ein bisschen ins Zeug. Also hier die Arztpraxis, jawohl. So, Heilung setzt ein. Das möchte ich sehen. Sehr gut. So. Die Stadt, unsere Geldquelle, erholt sich so langsam etwas. Es kommen vielleicht demnächst auch neue Bürger wieder hinzu, wandern nicht nur aus. Während wir hier drüben das extremst geilste neue Stadtgebiet planen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, zumindest etwas. Würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, was man besser machen könnte, und vielleicht habt ihr auch ein paar inhaltliche Tipps, was ich im Spiel anders machen könnte. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.